Nein, das ist kein Ostermarsch. Ostern ist vorbei. Umweltschützer haben einen anderen Grund zu protestieren. 25 Jahre Tschernobyl und dann auch noch die Reaktorkatastrophe in Japan. Der Protest ist ein bisschen anders als sonst. Atomgegner haben vor dem Brandenburger Tor kleine Attrappen von Kraftwerken aufgebaut. Und aus einer kommt Qualm. Kein Problem, sagen diese beiden Männer, der im Anzug heißt Herr Zwischenfall. Er kassiert immer mehr Geld und lässt einfach nur die alten, unsicheren Kraftwerke weiterlaufen. Was die Umweltschützer vorschlagen, ist keine große Überraschung. Weg vom Atomstrom und rüber auf die andere Seite, zu den Solarzellen und Windrädern. Klingt logisch. Die alten Kraftwerke abschalten und zum Ökostrom wechseln. Nur, dass diese Energiewende sehr teuer wird und es im Moment gar nicht so viel Ökostrom gibt, um einfach umzuschalten, davon spricht keiner von den Berliner Aktivisten. Also, es bleibt dabei, die Sache ist nicht einfach.